Hallo, in diesem Video erkläre ich dir das Organon-Modell von Karl Bühler. Seit es Sprache gibt, machen Menschen sich darüber Gedanken, wie sie kommunizieren. Für die Abläufe der Kommunikation wurden verschiedene Kommunikationsmodelle entworfen und eins davon ist das von Karl Bühler. Was ist das Organon-Modell? Bühler betrachtet Sprache immer als ein Werkzeug und unterscheidet zwischen Sender und Empfänger. Die Grundlage jeder Kommunikationssituation ist das sprachliche Zeichen, also das, was tatsächlich gesagt wird. Dieses sprachliche Zeichen hat drei Funktionen, die zueinander in Beziehung treten. Einmal die Ausdrucksfunktion. Der Sender gibt immer etwas von sich preis, seine Gedanken oder seine Gefühle, auch unterbewusst. Das heißt, das sprachliche Zeichen ist ein Symptom dafür. Dann die Darstellungsfunktion. Hier ist die reine Information gemeint, die kommuniziert wird. Und die Appellfunktion. Jede Kommunikation enthält Aufforderungen, indirekt oder direkt. Das Ganze kannst du in unserem Text noch einmal ausführlich nachlesen. Wir haben dir Aufgaben bereitgestellt, mit denen du dein Wissen testen kannst. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal.